Jo, hallo und willkommen mal wieder zu einem neuen Video von mir. Entschuldigt mich bitte, falls ich das ein oder andere Mal ein bisschen komisch spreche. Bei mir ist es nämlich gerade 5.30 Uhr und ja, es ist ziemlich früh. Aber wie man es sicherlich schon dem Titel entnehmen konnte, geht es heute darum, weshalb viele YouTuber etwas zu Petrit hochgeladen haben. Ich weiß auch ganz genau, dass jetzt wieder viele Leute meckern werden, dass ich auch noch was dazu bringe. Aber mir ist es in letzter Zeit vermehrt aufgefallen, dass einige YouTuber und Petrit auch nicht verstehen können, weshalb sein Fake-Ban so krass öffentlich gemacht wurde. Ich sage euch auch dahingehend jetzt mal meine Ansicht, warum man bewusst auf diesen Fehler aufmerksam gemacht hat. Ich denke, dass nahezu alle wissen, was passiert war. Für die, die es nicht wissen, die können sich gerne mein letztes Video dazu anschauen. Dort sage und zeige ich, wie Petrit seine Zuschauer verarscht hat. Dabei hat er nämlich mehrere Videos rausgehauen, wo er zum einen einen Livestream-Bann gefaked hat und in anderen Statements gesagt hat, dass es doch real sei. Später musste er dann wohl doch aufgeben, weil es so viele Beweise gab, weshalb der Fake offensichtlich war. Zum einen war der Bann-Hintergrund noch von der letzten Season und zum anderen konnte man sehen, dass er das Video von einem anderen YouTuber kopiert hat. Jetzt hat er sich in einem Stream mit Revi nochmal zu Wort gemeldet und einiges gesagt, womit er sich selbst hops genommen hat. Zum Beispiel meinte er noch in seinem Statement-Video, dass er diesen Fake-Ban auf alle Fälle aufgelöst hätte. Er hat dabei auch nicht verstanden, warum YouTuber Videos gegen ihn machen. In dem Stream mit Revi meinte er allerdings, dass er diesen Fake-Ban verschwiegen hätte, wenn es keiner rausbekommen hätte. Also widerspricht er sich hiermit mal wieder vollkommen. Ich zeige euch jetzt einfach mal kurz diesen Widerspruch. Leider gibt es diese Videos nicht mehr auf YouTube auf seinem Kanal, denn Petrit hat die auch alle schon runtergenommen. Ich mache ein bisschen Spaß mit meinem neuen Account. Und nicht Petrit, ein auf dem wieso nicht Tiffu, und dann löse ich das Ganze ganz normal auf und dann ist das Ganze auch vom Tisch gekehrt. Vielleicht dachten die meisten, ich will damit wegkommen, also wirklich, dass ich so quasi so tue, als wäre ich gebannt und damit halt, wisst ihr, was ich meine, so? Aber ich hätte das, wie gesagt, nach ein paar Tagen eh aufgelöst. Glaubst du jetzt allen Ernstes, so wenn du das wirklich hundertprozentig korrekt gemacht hättest, so richtig krank mit After Effects rein editiert hättest, bla bla bla, oder wirklich es halt geschafft hättest, dass ein Account bewusst gebannt worden wäre? Ja. Hättest du dann jemals gesagt, es war von langer Hand aus geplant oder hättest du es einfach totgeschwiegen? So, das ist die Frage. Inwiefern? Die Frage ist jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt on purpose versuchst, diesen Bann reinzubekommen, nur um daraus Profit zu ziehen. Ja. Hättest du trotzdem später zugegeben, ich habe es gemacht, weil Profit, oder hättest du es totgeschwiegen? Das will ich einfach von dir wissen. Wenn die Leute das rausgefunden hätten oder nicht rausgefunden hätten? Es hätte keiner rausgefunden. Hätte ich so gelassen. Hättest du es so gelassen? Ich hätte es so gelassen, ja, auf jeden Fall. Ist doch lustig. Aber das ist eigentlich nur eine kleine Randnotiz für die Leute, die das nicht gewusst haben. Es geht aber jetzt darum, weshalb YouTuber so etwas öffentlich machen, und das hat auch mehrere gute Gründe. Zum einen ist es völlig nachvollziehbar, dass ein YouTuber wie Fix das Ganze kritisiert hat und das auch öffentlich kritisiert hat. Er selber ist auch Fortnite-YouTuber und er hat sicherlich keinen Bock, mit Leuten wie Petrit gleichgestellt zu werden, der die Leute dauerhaft belügt. Somit wird nämlich auch die ganze Fortnite-Szene in den Dreck gezogen. Den Ruf, den die Szene generell in Deutschland schon hat, ist so oder so schon beschädigt, aber durch YouTuber wie Petrit kann es einfach auch niemals besser werden. Egal wo man hinschaut, man bekommt immer mit, wie fast jeden Tag Zuschauer verarscht werden. Sei es durch solche Fakes oder Giveaways, die niemals ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Also es ist Fakt, dass schon mal viele Fortnite-YouTuber keinen Bock mehr haben, mit Petrit zu kooperieren, weil er einfach immer wieder die Leute nervt und diese Szene in den Dreck zieht. Das ist genauso wie ein bestimmter Reserve-Clan, mit dem auch niemand was zu tun haben will, aber das möchte ich gar nicht weiter thematisieren. Weiter geht es dann damit, dass er sich auch noch von früher nie gebessert hat und sich anscheinend nie bessern möchte. Damals hat er ja schon die Videos von anderen YouTubern übernommen und Titel sowie Thumbnails geklaut. Auch das wurde früher stark thematisiert und er hat original nichts dagegen gemacht. Er hat weiterhin Sachen genommen, die nichts mit ihm zu tun haben, und man merkt auch, wie scheißegal es ihm anscheinend ist. Anstatt er sich einfach mal selber für 5 Minuten hinsetzt, um sich wenigstens einen eigenen Titel zu überlegen, wäre das ja schon mal ein Anfang. Aber auch das ist ziemlich schwierig für ihn und da braucht man sich auch nicht mehr wundern, wenn jeder sagt, dass er ein Lügner oder Faker ist. Der Junge kopiert und klaut Dinge von YouTubern, die sicherlich nicht wollen, dass ihre Werke einfach übernommen werden. Das ist einfach sowas von dreist und ja, das ist wirklich an Dreistigkeit schon kaum zu überbieten. Ich würde persönlich im Strahl kotzen, wenn jemand einfach so meine Sachen 1:1 nachspricht und mir somit meine Idee und meine Arbeit stehlt. Das ist einfach nur frech und so jemand könnte ich auch aus gutem Grund striken lassen. Da kann er Glück haben, dass das noch niemand gemacht hat, obwohl es jeden Grund dazu gäbe. Aber wie sagt er selber so schön, das Ganze kann man ja machen, wir haben ja alle eingesehen, dass man gönnen muss. Und schon allein mit solchen Argumentationen nimmt einem das doch auch die letzte Glaubwürdigkeit, dass er sich niemals bessern wird. Petrit ist mittlerweile das reinste Meme geworden. Zum einen widerspricht er sich selbst, dass er den Fake-Ban nicht aufgelöst hätte, wenn es keiner mitbekommen hätte, und zum anderen bringt er Argumente, die man einfach nicht nachvollziehen kann. Der ganze Kanal besteht einfach aus Unwissenheit und Lügen. Mir fällt es auch echt schwer, derzeit irgendetwas Gutes auf seinem Kanal zu finden, und das ist echt traurig bei einem Kanal mit einer Reichweite von fast 500.000 Abonnenten. Mit seinem damaligen Minecraft-Content ist mir so etwas zum Beispiel noch nicht aufgefallen, aber Fortnite wird es so gehypt, dass man krampfhaft Leute verarschen muss, um irgendwie auch nur ansatzweise an Relevanz zu bekommen. Er ist zum Beispiel ein Vorzeigebild, weshalb ich die Fortnite-Szene nahezu gar nicht
nicht mehr schaue und auch ernst nehme. Klar gibt es Ausnahmen, aber es macht einfach keinen Spaß mehr und Grund dafür sind solche YouTuber, die diesen Hype zur Ausbeute einfach nur ausnutzen. Ich habe dadurch auch einfach das Gefühl, dass viele YouTuber gar keinen Spaß mehr an dem Spiel haben, sondern nur den Klicks dafür hinterherrennen. Und das macht sich dann auch mit deren Laune zu spüren, weshalb mir das als Zuschauer auch keinen Spaß mehr macht, das Ganze zu schauen. Aber das hat jetzt auch gar nichts weiter mit Petrit zu tun, das meine ich jetzt mit der allgemeinen Szene. Auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal ein paar gute Gründe, weshalb er von vielen Seiten gefrontet wird. Und nein, Petrit, bei sowas müssen wir nicht gönnen, wenn du offensichtlich deine eigenen Zuschauer verarschen und womöglich auch vergraulen möchtest. Wie gesagt, persönlich bist du bestimmt korrekt, aber setz das doch gerne auch mal auf YouTube um, dann müsstest du auch nicht meckern, warum jeder ein Video dazu macht. Ich habe schlichtweg auch das Gefühl, dass du als YouTuber deine Fehler nicht eingestehen möchtest. Dir scheint es nämlich wirklich viel Spaß zu machen, so viel Mist abzuziehen, denn sonst hättest du dich schon mindestens 5 Monate eher hingesetzt, um normale Sachen zu produzieren, aber da kam ja leider nie was. Es ist echt schade, muss ich auch ehrlich sagen, und es macht einen als YouTuber auch etwas traurig, wenn Leute dieses leidenschaftliche Hobby YouTube so in den Dreck ziehen. Am besten ist, du entschuldigst dich nochmal öffentlich, machst ein Video, dass das nicht mehr vorkommt und am besten wäre es, wenn du dann auch wirklich keine Videos mehr von amerikanischen YouTubern klaust oder übernimmst. Damit hätte sich dann auch das ganze Thema gegessen und du könntest mit einem guten Gewissen ruhig schlafen gehen. Da müsstest du dir dann auch keinen Kopf mehr machen, weshalb jeder etwas gegen dich macht. Das waren jetzt mal meine Gedanken, weshalb Leute etwas gegen Petrit hochladen. Ihr wisst jetzt meine Meinung dazu und jetzt könnt ihr mir gerne mal eure Ansichten in die Kommentare schreiben und stimmt auch gerne in der Infokarte ab, wie ihr Petrit mittlerweile findet. Klickt dabei einfach auf das i oben rechts und wenn ihr dazu noch Lust habt, mehr über mich zu erfahren, dann könnt ihr gerne meinen zweiten Kanal abonnieren. Dieser heißt Inkev. Dort kommt jetzt auch bald ein Q&A online und generell lade ich da auch das ein oder andere Real Talk Gameplay hoch. Checkt das gerne mal aus und lasst uns auch lieben gerne demnächst die 10.000 Abonnenten auf Instagram knacken. Das wäre auch mega nice, denn dort bin ich auch jeden Tag aktiv und schreibe auch mit vielen Leuten dort drauf. Von daher checkt auch gerne den Link in der Beschreibung ab. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stänkchen an Zwänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.